Und damit, Keo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. In der letzten Folge haben wir es ja geschafft, den Endboss zu bekämpfen, besiegen. Und danach war eine weirde Cutscene. Wir gehen jetzt ganz nochmal ganz kurz jedes Kapitel durch. Hier haben wir einen von drei Wichten gefunden. Es gibt anscheinend mehr davon. Okay, hier haben wir gar keinen gefunden. Die Musik ändert sich auch jedes Mal, je nachdem, wo wir sind. Hier war der Typ mit den langen Armen. Hier haben wir eine zerschmetterte Statue gefunden. Bei den Köchen haben wir auch nur eine Statue gefunden. Ich habe keine Ahnung, was das war. Das war das weirdeste Kapitel von allen. Keine Ahnung. Da haben wir zwei von... Sind das vier? Ja, vier gefunden und alle beiden Statuen. Und im letzten Kapitel haben wir eine von einer Statue gefunden. Genau. Und jetzt geht es weiter hier unten. Das ist anscheinend das DLC. Let's go. Ich hab das noch nicht gespielt. Deshalb wundert es mich auch, warum alle drei Kapitel schon freigeschalten sind. Seltsam. Aber nun gut. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Okay, das sind wir. Ich habe übrigens einen anderen Controller. Hallo, hallo. Ey, es geht schon wieder los. Wir haben das nur geträumt. Oh, ich weiß, wo wir sind. Hier sind wir mit Six lang gelaufen. Das sind diese Betten da. Ich glaube, das war sogar noch im ersten oder im zweiten Video. Ich blende euch hier ganz kurz ein. Da ist uns der Typ hier gefolgt und ist da so halt so lang gelaufen, der mit den langen Armen. Halt, hier ist was. Was ist das? Eine Statue. Nee. Ey, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Es ist wieder schön, wie wir ins Spielgeschehen reingeworfen werden. Ich weiß auch gar nicht, wer wir sind. Ich habe keine Ahnung, wie der Dude heißt. Okay, fängt gut an. Finde ich spaßig. Ist das da unten Six? Nein, warte mal. Ihr seht das nicht. Es tut mir leid. Der hat dieses Kind da eingefangen. Yo, hallo. Kannst du... Hallo? Hallo, kannst du das loslassen vielleicht? Ach, du Heilige. Ja, finde ich sehr schön. Jetzt habe ich auch... Jetzt ist das Spiel viel einfacher. Okay. Hier hinter gibt's nichts. Ich glaube, wir müssen da runter, obviously. Okay, hier hat irgendein anderes Kind schon so ein Boot hingemalt. Also die wissen anscheinend, dass wir auf einem... Okay, ist okay. Ist okay. Ah, mein Gott, ey. Mein Herz, Mann. Hier waren wir auch mit Six. Hier ist wieder dieses Auge. Ey, ich hab Todesschock. Ich hab gerade den Schock meines Lebens erlitten. Es tut mir leid, Mann. Warum bin ich denn auch so schreckhaft? Für uns geht's, so wie es aussieht, hier weiter. Kommen wir hier ran? Nein, kommen wir nicht. Wir müssen jetzt da runter. Hier sind wir mit Six. Das war safe in der zweiten Folge. Ja, ich erinnere mich. Mit dem Auge. Da hinten ist die Tür ein Spalt offen. Oder ist das, täuscht das? Ey, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Hallo. Ich glaube... Now you see me. Now you don't. Da hinten ist ein Kind.
Meister, warte, bleib stehen. Ich hab gratis Pizza heute dabei. Nicht? Okay. Dezent unangenehm hier lang zu laufen. Oh, ey, solche Gänge mit so vielen Türen. Finde ich nicht creepy, weil schließlich... Hast du jetzt auch Hunger? Schließlich sind wir immer in einem Hotel. Aber es ist in einem Grusel-Horror-Game halt einfach unangenehm. Was ist hier? Hier sind wir mit Six hochgegangen. Also, anscheinend soll es sehr viele Story-Sachen lüften. Dieser DLC. Das ist so eine Spieluhr wieder. Ja, Ruhe. Da ist wieder das Kind. Da oben links, habt ihr es gesehen? Ja, ihr seht es jetzt. Hier. Was kommen wir denn da? Oh, das ist so gescriptet, dass wir erstmal, dass das Kind halt immer vor uns abhaut. Bitte fragt mich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist sehr laut. Oder es liegt einfach an meinen Kopfhörern. Ich habe meine Kopfhörer sehr laut, das ist vielleicht auch ein Fehler. Aber das Spiel ist halt einfach so leise. Wenn das Spiel leise ist, dann rede ich automatisch leise. Hier ist Six hochgeklettert. Hier sind wir hoch. Oh mein Gott. Wir sind jetzt nicht tot. Einfach, oh mein Gott. Hä? Ich bin des Todes gerade. Das DLC ist so genial. Ich fühle es jetzt schon. Okay, wir können das nicht öffnen. War das eine gute Idee? Ich weiß es ja nicht. Warum leckt meine Kamera gerade so? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, geh da hoch. Irgendwas ist doch in diesem Wasser. Also kann mir keiner erzählen, dass da nichts ist. Stimmt, wir wurden doch gerade von so einer Hand vorher da runtergezogen ins Wasser. Nicht? Eine Dose. Ja, wie kommen wir hier denn raus? Hä? Och, jetzt müssen wir so eine Kiste langziehen. Wir müssen schon irgendwie da hoch. Wenn wir auf den Dosen stehen. Obviously not. Okay. Super, dass ich jetzt schon struggle. Apropos, ihr seht es wahrscheinlich unten schon an der Linie, an dem roten Balken von YouTube. Die DLC-Videos werden etwas länger gehen. Ich rechne so mit 30 Minuten. Wie komme ich denn hier hoch? Hallo? Ihr seht ja unten an der Länge, wie lang dieses Video jetzt hier geht. Super, ich bin überfordert. Das ist immer gut, wenn man direkt in ein Video reinstartet und man erstmal direkt überfordert ist. Klasse. Der Koffer lässt sich verschieben. Ich nehme den mal von hier. Okay, warte, wir schieben ihn vielleicht. Vielleicht müssen wir ihn schieben von hinten oder so. Okay, von hier. Perfekt. Und wir verreisen dann erstmal. Natürlich via Wassertransport. Auf einem Koffer. Man kennt's. Ich glaube, von hier schaffen wir den Jump. Perfekt. Ich glaube, wir müssen hier weiter. Wir gehen einfach mal hier weiter. Hier ist die Lampe. Oh nein. Ja. Oh. Ah, jetzt können wir uns so umschauen. Oh, ich glaube, er hat das Kind gekriegt. Ah, das finde ich jetzt aber nicht so schön.
Was geht? Schönes Wetter heute. Ich mag die Viecher gar nicht. Erstmal haben sie Jumpscare, das Videospiel, entwickelt. Geht doch mal alle weg. Ich komme hier nicht drüber. Ich bin nicht drüber gekommen. Hey, was war das denn? Muss ich die Lampe weglegen oder so? Ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht drüber gekommen. Ich habe springen gedrückt. Ich habe auch graben gedrückt. Heinz, muss ich die Lampe weglegen. Geh weg. Ey, ich habe heute nichts. Als ich meinte, ich habe gratis Pizza, meine ich eigentlich, heute gibt's ich habe heute... Meine Güte, was ist das denn? Okay, wir haben's. Wir sind jetzt zu 10.000 da unten. Uiuiui, hier. Ich will da nicht hin. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun sollen. Ich gehe safe nicht in dieses Wasser. Was ist das da hinten? In diesem Abfluss ist einfach die tiefste Schwärze, die ich je gesehen habe. Okay, es scheint, als sei Wasser so dieses gruselige Gimmick hier in dem DLC. Irgendwas scheint auf jeden Fall mit dem Wasser zu sein. Okay, hier hat es gespeichert. Das ist nie was Gutes. Das heißt, immer als nächstes kann man sterben. Ja. Ja, klar. Würdest du dir was ausmachen? Ja. Also, das ist zu auffällig. Hier wird irgendwas im Wasser sein. Ja, tot. Oder? Oh mein Gott, oh mein. Das ist einfach irgendeine Hand im Wasser. Oh, bitte hör doch auf, Mann. Spiel, bitte. Ey, diese tiefste dunkle Schwärze. Da ist zum Beispiel jetzt wieder... Ihr seht das nicht richtig, aber da ist schon wieder so der dunkelste Fleck auf Erden hier hinten. Hier. Wo will ich hier runter? Ich hasse was... Ey, das ist nicht euer Ernst. Ey, das Spiel war so ein gutes Horror-Game. Jetzt macht doch nicht ein Jumpscare-Game daraus. Ich krieg das überhaupt nicht hin. Ey, nee. Ey, sowas kann ich halt gar nicht. Ey, hä? Muss ich die da raus? Was muss ich denn machen? Ich erschrecke mich aber auch jedes Mal, gell? Ey, Mann, ich muss mal ein bisschen entspannt bleiben. Ich weiß doch, dass der da kommt. So, ich gehe jetzt zu dir. Also, pff, ich gehe zu die andere Richtung. Jetzt kommt hier auch so ein Ding raus. Ich muss die da wirklich rauslocken? Der Dose. Ich habe noch einen zweiten Versuch. Oh mein Gott, das ist jetzt richtig, das Spiel wird unangenehm langsam. Die kommen. Jetzt kann ich mich aber doch hier oben hin tun, oder nicht? Was sind das für Viecher? Ah ja. Okay. Dann misdirected mich halt komplett mit diesem Ding da nach oben. Was ist denn das? Guck mich. Nee, hier kann ich mich doch festhalten. Ne? Wir müssen die rauslocken und dann müssen wir selber da rein. Oh mein Gott, bitte nicht. Sag nicht, dass es diese ist. Bitte nicht. Unangenehm, bitte nicht.
Ach du Heilige, das sind Millionen. Die kommen mir aber jetzt nicht hinterher. Wir laufen weiter. Wir sterben. Wir werden sterben. Hier kommt wieder diese Hand. Wir werden sterben. Ey, Wasser gibt mir so ein unangenehmes Gefühl. Mann. Ey, hätten... Ey, ich hab jetzt Angst, schwimmen zu gehen. Yeah. Ist das die Maus, die Six gegessen hat? Also, will ich diesen Hebel ziehen? So viele Fragen. Like, I can't. Wir haben aber Toilet Paper. Da kann man... Oh, I see. Hier hochklettern und dann den Wall Jump in Anführungsstrichen nachher rüber, so wie Mario. Let's go. Jetzt können wir ihn... Ja. Nee. Ah, wir dürfen aber... Wir müssen da durch diese Tür da rechts. Hier. Deswegen darf das Wasser auch nicht zu voll sein. Stopp, 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 stopp. Oh. Oh, das Wasser geht aber runter sonst. Das heißt, wir lassen es voll werden. Ja, spring doch runter. Hallo. Nein. Ach, jetzt hält's auf der Höhe. Weird. Nee. Nee, 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 nee. Also mindestens einmal. Erstmal kurz so. Durchatmen und dann einen gewagten Sprung nach hier vorne. Hoch. So, was gibt's hier dahinter? Was frage ich eigentlich? Obviously Wasser. Wie wir da durchkommen, ist eine, wäre eine theoretisch gute Frage. Hier, Vents. Die hat's gespeichert. Hm, warum wohl? Oh mein Gott, ist das fast. Gotta go fast. Hi-ya-ho. Hey, hey, hi. Hallo? Ganz entspannt. Güte, ganz entspannt. Lass doch die Kiste in Ruhe, die hat ja nichts getan. Ich eigentlich auch nicht. Es wartet. Oh mein Gott, das ist ein Wesen. Was ist das denn? Okay, es ist nur ein Spiel, wir bleiben ganz entspannt. Was ist das denn für ein grauenhaftes Game? Ah, und hier dazwischen durch, da kommen wir nicht. Wir jumpen hier hin. Es kommt doch sogar von da vorne. Hä? Es hat uns gar nicht in der Hand, dieses Ding. Okay. Wir müssen es misdirecten.
klar. Wir müssen dieses etwas. Hör auf. Hör doch auf, geh doch weg. Ich bin tot. Okay. Also Wasser ist unser Todfeind. Ist okay, ich hab's kapiert. Ey, wenn ich jetzt hier ins Wasser fall. Oh mein Gott, das ist grauenhaft. Das ist grauenhaft, wortwörtlich. So? Achso. Dann müsst ihr den Stick einfach drehen. Die Hand hat sicher nichts zu bedeuten. Vergiss es. Vergiss es. Mich kriegt ihr da nicht hin. So. Wieso hat er sich nicht festgehalten? Dude! Also das ist ein... Ja, okay. Hey, was ist das denn? Ich schätze vielleicht deine Sprungkraft ein bisschen falsch ein. Aber was ist denn mit ihm los? Hand verheißt aber so mal gar nichts gut. Was liegt da drüben? Ah, Fisch. Hier waren die Köche wieder am Start. Wir müssen nach links directen. Ey! Okay, Jump und um dein Leben. Ich schüttel sogar wie in Mario Odyssey. Wobei, ich glaube, das sollte eigentlich kein Problem werden. Ja, guck mal. Ja, was? Ja, da hinten. Ich habe mehr Angst vor dem Viech am Wasser als vor dem Typen mit den langen Armen. Vor Langarm. Im Übrigen, Langarm lebt wieder, Leute. Hm. Ein Problem. Da. Die Schuhe sind auch weird. Überall liegen Schuhe rum. Kann man umwerfen? Das sieht nämlich so aus. Hier mit einem langen Sprung. Perfekt. Als ob das funktioniert. Wenn er nicht kommt. Okay, aber er scheint nicht zu kommen. Außer ich habe so ein richtig hässlich begrenztes Zeitlimit und er kommt jetzt halt genau dann, wenn ich hier bin. Nö, die Musik verändert sich auch nicht. Oh, wir können Wasser ablassen. Bitte sag mir, wir können Wasser ablassen. Was ist das denn? Das sind komplette Zimmer. Wow, das hat erste Klasse obertoll funktioniert. Ich würde sagen, wir ziehen das jetzt runter. So.
Und dann klettern wir vielleicht den Weg nach unten da rechts. Und dann durch die Tür. Hätte ich jetzt... Dude. Aber in einer bestimmten Höhe kann man sich auch fallen lassen. Oh, und wir brauchen einen Key. Der Key ist safe da oben. Da wird aber noch was anderes drin sein, sonst wird das nicht so wackeln. Rufest. Ach, ich kann den nur von der Seite heben. Okay. Ist okay. Warum kann ich den nicht... Bei, mit einem schönen Sprung. Ja, also ganz ehrlich, was ist das denn? Also da fand ich den, also, ich will jetzt nicht schon das DLC ranten, aber das, ich rante das DLC, kannst du da unten vielleicht ein Save-Spot setzen? Weil er sollte uns ja eigentlich nicht kriegen, oder? Was ist das überhaupt für ein Teil? Geht's auch ein bisschen schneller? Also hier, Stau auf der A2. Nimm den Key. How slow are you? Okay, wir locken ihn nach da hinten. Hier hinten habe ich gehört, da gibt es einen Dönerladen. Warum blinkt meine Switch? Kein gutes Zeichen. Okay, wir rennen. Er kriegt uns halt gar nicht. Nicht zu früh freuen. Okay. Was uns da oben erwartet, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt es gerne mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, und ciao.